Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Samstag, 11. Mai, 13.30 Uhr. Und in Cottbus träumen sie von ihrem ganz persönlichen Anfield, weil der Pizarro, der Lausitz, Dimitar Angelov, in Topform ist. Zwei Treffer gegen den KFC Uerdingen, ein wichtiger Dreier. Wollitz als Putzfee am Spielfeldrand. Aber er bietet eine Überraschung auf. Strelý Mamba sitzt nur auf der Bank, der Elftoremann, der Top-Torschütze. So von draußen kommen, um die müden Einer in der zweiten Hälfte zu fordern. Beginn die 12. Minute, Cottbus kommt mit Carajo über Marcelo de Freitas und Jürgen Cazula. Es ist ein besonderes Element, das die Cottbusser ins Wasser schmeißen. Es ist nicht Feuer, sondern es ist der Albaner, der den Treffer erzielt. Ein wichtiger nach 12 Minuten. Alle meldet sich auch an, aber über einen Cottbusser. Lasse Schlüter mit dem V-Spiel. Und wir sehen den Kontakt gegen Roy Dominic Fernel. Mit dem Ball hat das nur wenig zu tun. Deswegen eine vertretbare Entscheidung von Schiri Storks. Cesar gegen Spahic. Und der macht's richtig cool. 1:1 für das Team mit der roten Laterne. Ein seltenes Erfolgserlebnis. Aber den musst du erstmal so machen. Pele Wollitz auf 180 in der Halbzeitpause. Und da brauchst du einen Kapitän, der dich erstmal runterkühlt. Dimitar Angelov übernimmt diese Aufgabe. Und später bekommt der auch noch Unterstützung. Nämlich durch Strelý Mamba in der 55. Spielminute. Und in den folgenden 6 Minuten gibt es Chancen wie Dominosteine. Und eine der besten sehen wir hier. Mamba mit Tempo in der 61. Minute. Aber der Ball geht nur an den Pfosten. Mamba unwiderstehlich. Aber er trifft nur den Türrahmen. Da muss also noch mehr kommen. Vielleicht ja über diese Ecke. Und diesmal ist es weitlich mit der Chance. Und so viel Liebe musst du erstmal übrig haben, wenn du ganz unten drin bist und alles entschieden ist. Daniel Bernhard mit einer tollen Reaktion. Daniel Bohl macht diese Aufgabe ziemlich gut in dieser Partie, aber in dieser Szene sieht er nicht allzu gut aus. Allen wird zum Kontern eingeladen, aber da brauchst du auch einen guten Keeper. Avto Spahic, der Bosnier, ist zur Stelle. Ein Retter in der Not. Apropos Retter in der Not, 77. Minute. Und als José Junior Matovila mit dem 2:1 für Cottbus. Ähnlich wie gegen Halle, als er den 3:2 Siegtreffer in der Nachspielzeit markierte, ist er der Mann für die wichtigen Tore. José Junior, ganz groß. Ja, es war für mich ein schönes Gefühl. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt für meine Kopfballtore bekannt. Und ja, es war ein schönes Gefühl, dass das dann so geklappt hat und zu dem Zeitpunkt auch. Und ja, war einfach schön. Mit dem 2:1 sind die Cottbusser noch nicht gerettet, aber sie haben einen wichtigen Schritt gemacht in Richtung Klassenerhalt. So, und wir werden die Mannschaft weiter den Rücken stärken, weiterhin stark machen. Und dann, wir sind auswärts immer in der Lage zu punkten. Und dann werden wir sehen, ob sich alle Mannschaften an die Fairness des Fußballs halten. Das werden wir dann nächste Woche werden wir das feststellen. Am letzten Spieltag gibt es also einen richtigen Knaller im Abstiegskampf. Eintracht Braunschweig empfängt Energie Cottbus. Es geht um die Wurst.